Das könnten wir hacken. Aus der Ferne. Aber ich weiß ja nicht, was dann... Gasdetektor. Mensch. Weiß ich, war das jetzt... Habe ich jetzt gar nicht gelesen. War das jetzt das Glas? Wir versuchen es einfach mal. Wenn ich komme mal wieder. Hat geklappt anscheinend. Bis um 4 Uhr haben wir Zeit, hier ein bisschen was zu holen. Mission abgeschlossen. Halte dich von meinen Enkeln fern, du Schwachkopf. Ich werde dich bei lebendigem Leib häuten, wenn du sie noch einmal kontaktierst. Und deine Frau sollte dich im Schlaf umbringen. Oha. So ein Schlingel aber auch. Na, das macht doch nun wirklich nicht. Da ist was drin. Was haben wir da? Ein guter Beamer. Sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da hinten ist was. Richtiger Schlingel, ne? Ach, guck. Hier ist der Gaming-PC. Nehmen wir mit. Oh, was ist denn das? Ah, Keyboard. Ein Synthesizer, meine ich. Synthesizer. Die müssen wir natürlich so tragen, ne? Haben wir hier noch... Da unten ist noch was Schönes. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, nein. Nee, nee, Angie. Das klappt gar nicht mehr eigentlich. Fast gar nicht mehr. Manchmal zappelt es kurz, aber geht dann eigentlich. Aber im ersten Teil war es ganz schlimm. Im ersten Teil hat es sehr oft geklappt. Oha, ein Skateboard. Das könnte von hoher Bedeutung sein. Wir sind 4, ne? Aber wir sind auch schon fast voll. Alter Camcorder im Metallschrank, zeige mal. Falls nicht, lassen wir den PC hier stehen. Dann können wir wenigstens besser rennen. Ach, wir brauchen den Schlüssel. Okay. Dann können wir uns quasi wieder auf den Weg nach draußen begeben. Wir müssen, glaube ich, oben wieder rum. Ich gehe oben wieder zurück, oder? Wo sind wir denn reingekommen, verdammt? Was hättest du auch mal kennzeichnen können hier für Einbrecher, ne, wo man wieder rausgeht? Ah, schwach. Ganz schwach. Hier. Hier. Ich hoffe, der Hund ist hier nicht. Oh, mach doch mal das Ding weg. Ja, ein bisschen was haben wir ja geholt, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Huch! That's ridiculous. Nee, nee. Das hast du falsch interpretiert auf jeden Fall. Das merkt ihr halt auch gar nicht, ne? Dass wir hier mit Skimaske und PC in der Hand rumlaufen. Nachts um 3.57 Uhr. Das ist für die auch vollkommen normal. Die kommt wahrscheinlich auch aus Berlin. Unbelievable. Hm, das ist auch richtig. Wir können nicht rennen, wir sind überfüllt. Überladen. Oh, that's awful. Oh, der Hund hat schon wieder hingeschissen. Ja, ich trage zu viel. Ja, da müssen wir auch noch einmal, mindestens zweimal vielleicht noch mal gucken. Teleskop oben, ah ja, okay. So. Oh, Level 30, sehr schön. So, dann fahren wir direkt, oder? Warte mal. Das Skateboard können wir auf jeden Fall im Dings packen. Wir fahren erstmal nach Hause ganz kurz. Aber da hat man, glaube ich, auch alles schon mitgenommen, ne? Oh, 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 oh.
Moment. Bassgitarre, Monitor, PC-Maus, Tastatur, Skateboard. Packen wir erstmal hier ins Auto rein. Das war knapp. Das war knapp. Ich habe auch hier gesehen, dass einer kommt. Da oben kommt schon wieder jemand. Wir bräuchten auch mal wieder so ein paar Nummern, ne? Hier ein bisschen was für Paketstationen. Das ist aber auch kein Zufall, ne? 69, 69, 999. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Wenn das der Teebeutel sehen würde. Das hat er doch letztes Mal fast so geschrieben, ne? Als Code. Für den Bankautomaten. Wir können ja Bardoxen, können wir ja eigentlich auch nochmal einen Code reinschreiben lassen. Bardoxen. Eigentlich könntest du nochmal einen Code reinhauen hier. Einen fünfstelligen. Fünf Zahlen zwischen 1 und 9. Fünf Zahlen zwischen 1 und 9. Und keine doppelt. Sofern wir denn überhaupt noch irgendwo Bankautomaten haben gerade. Weiß ich ja gar nicht. Fahren wir mal hier rechts. Verkaufen wir das alles hier? Ja. Ja, doch, verkaufen wir hier. So. War leider nur ein Fernseher drin. Okay. Are you crazy? Das hängt ja auch schon so an wie Joe. Oh, nö. Erschrecklich. Smartphone verkaufen, Kopfhörer verkaufen, Synthesizer gibt ordentlich Geld. Naja, gab doch wieder ein bisschen was. Und beim Auto haben wir ja auch noch ein bisschen was, warte. So. Bassgitarre, Monitor, PC-Maus, Tastatur, Skateboard nicht verkaufen. Das lassen wir dann auch nochmal lieber hier drin. Nintendo, High-End-Kopfhörer. Und das war's. Mhm, mhm. Und das auch so auch durch? Nee, leider nicht. Okay. Wird auch nichts angezeigt, dass wir es berichten. Okay. Hä? Achso. Gut, dann düsen wir nach Hause. Gucken wir, ob wir die Skateboards schon voll haben oder ob da noch was... Oh, oh. Fast den PC vergessen. Der gute Gaming-PC. 875. Na, jetzt sag mal von hinten hier. Geht es natürlich nicht so einfach, den von hinten zu zeigen. Ja, das ist ein altes Mainboard. Das sieht man doch. Ganz schlecht. Ja, für so viel Geld. Das Spiel ist auch gut zum Runterkommen. Was denn? Hausflipper oder das hier? Was ist denn das für ein Gerät? Auf jeden Fall ist es kein Gaming-Computer. Würde ich sagen. Also, auf jeden Fall keine Onboard-Grafikkarte. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Beides ist zum Runterkommen. Ja, das ist, ja, doch. Kann man, ja, doch. Wenn man nicht zum Teufel geht, dann ist das hier zum Runterkommen, ja. Na, 8.75 Uhr für diesen PC, ich weiß ja nicht. Naja. Was willst du machen?
Wie eine Science-Fiction-Mikrowelle? Okay. Ja, ja doch. Auf jeden Fall komplett alte Anschlüsse, ne? Die Mikrowelle. So, dann flitzen wir mal nach Hause. So, Skateboard hatte ich jetzt hier noch drin gelassen, ne? Na. Werden wir das schon los? Brauchen wir? Also, ja, brauchen wir. Wahrscheinlich schon noch. Tatsache, sonstiges. Skateboard, da haben wir es doch. Geil, da haben wir das auch. Können wir nochmal, ne? Gibt nochmal die Aufgabe, ne? Zum Runterkommen spiele ich F16. Das ist alles eine Taktik, um bestimmte Hersteller wieder kräftig zu machen. Meinst du ja? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja eine ekelhafte Taktik. Balox, wie sieht's aus? Hast du für mich einen fünfstelligen Zahlcode? Einen fünfstelligen Zahlencode? Zahlen zwischen 1 und 9. Und keine doppelten. Also, ich kenne tatsächlich noch welche, die mit VG. Ist das VGA? Ja, ne? VGA, ne? Mit VGA-Anschlüssen ihre Monitore betreiben, kenne ich tatsächlich noch einige, ja. Weiß jetzt nicht, wenn Balox jetzt natürlich nicht so viele Zahlen kennt, dann ist das doch nicht schlimm, ne? Lassen wir das. Ich würde mal ganz kurz nochmal auf dem Handy schauen. Also erfolgreiche Einbrüche zählt von heute jetzt nur, denn, weil war ja schon mehr, aber 244.000 verdientes Geld, das ist so dauerhaft von allem, ne? Also passt das mit dem Geld nicht mit dem da drunter überein. Aufgaben erledigt 99 würde für alles passen. Einrufe der Polizei 5, mal gehört, okay, 2, 5, mal gesehen, 4, okay, wait, 100. Schlampige Einbrüche ein. So. Aber Einbruch ist Einbruch. Scheiß drauf, ob schlampig. Na gut, jetzt machen wir aber Feierabend, ihr Lieben bei YouTube. Ich wünsche euch was. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme.